präsentiert. Warner Video News. Neu im Mai. Drei herausragende Filme über den Krieg. Die Rote Flut, Coming Home und Gesprengte Ketten. Die Rote Flut, der umstrittenste Film des Jahres. Erleben Sie den Tag, an dem der Dritte Weltkrieg begann. Die Rote Flut, ein Film, der bald grausame Wirklichkeit werden kann. Jane Fonda in einem ganz anderen Film über den Krieg. Cleopatra Jones macht James Bond Konkurrenz. Und Audrey Rose kommt aus dem Jenseits. Ins Jenseits wollen vier ausgeflippte Kids ihre Eltern befördern. Bestimmt haben sie schon freche Teenie-Komödien gesehen. Familienbande übertrifft sie alle. Home Video präsentiert die Rock-Sensation des Jahres. Prince in seinem ersten Spielfilm. Die Rote Flut. Tag wie jeder andere. Was geht dir eigentlich vor, mein Freund? Bevor der Tag zu Ende war, wussten sie, was Krieg ist. Plötzlich hatte sich die Welt verändert. Nein, lass das! Sie werden uns alle umbringen. Uns alle! Wir es doch genauso, legen wir die ab jetzt systematisch um. Wir verteidigen unser Land! Sie mussten kämpfen. Kämpfen um ihr Leben. Die Rote Flut. Die einen rühmten ihn als einen der besten Filme des Jahres, die anderen sprachen von Provokation. Von Amerika sind heute in den frühen Morgenstunden von feindlichen Luftlandetruppen angegriffen worden. Große Teile des mittleren Westens wurden bereits unter Einsatz konventioneller Waffen besetzt und befinden sich in feindlicher Hand. Greift doch endlich, ihr werdet gesucht, die wissen, dass ihr hier irgendwo versteckt seid. Ihr seid hier 50 Meilen hinter den feindlichen Linien. Ich möchte nach Hause. Und viele Leute einfach verhaftet. Regisseur John Milius, der durch Apocalypse Now und Conan der Barbar berühmt wurde, setzte diesen brisanten Stoff meisterhaft in Szene. Es wird viel über diesen Film geredet. Sie müssen ihn sehen, den Film über den Dritten Weltkrieg. Wolverine! Coming Home. Sie kehren heim. John Voight, Jane Fonda und Bruce Dern in einem ganz anderen Film über den Krieg. Eine dramatische Dreiecksgeschichte vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges. Passen Sie doch auf, wo Sie hinlaufen, verdammt nochmal. Scheiße. Ach du meine Güte. Würden Sie mir bitte eine Stöcke helfen? Tut mir leid. Diese Schwestern und Ärzte! Ich verbringe 95% meiner Zeit damit, mir vorzustellen, wie wir beide uns lieben. Ich bin meinem Mann noch nie untreu gewesen. Worüber denn sonst, dass du unsere Ehe kaputt gemacht hast, hä? Und du, scheiß Zivilist, verdammter, du erklärst mir mal, wieso du überhaupt irgendwas verstehst. Ich verstehe sie, weil ich ein Mensch bin, wie sie. Und ich war mal in der gleichen Lage, wie sie jetzt. Deshalb bedrückt es mich, dass ich alles noch schlimmer gemacht habe, als es schon ist. Dummes Geschütz. Aber sie ist hier, weil sie sie liebt. Und daran hat es nie einen Zweifel gegeben. Erzählen Sie mir nicht so verdammten Blödsinn! Was er sagt, ist wahr, Bob. Ich habe getötet, für mein Land oder wofür auch immer. Und ich fühle mich keineswegs wohl dabei. Es war ein Haufen Scheiße, was ich da drüben gemacht habe. Und es ist verdammt schwer, das mit mir rumzuschleppen. Und ich möchte nicht, dass ihr eines Tages zurückkehrt und für den Rest eures Lebens die gleiche Scheiße mit rumschleppt. Das ist eigentlich alles. Gesprengte Ketten. Die Rote Flut und Coming Home, zwei außergewöhnliche Filme über den Krieg, werden durch die Wiederveröffentlichung von Gesprengte Ketten ergänzt. Die authentische Geschichte einer dramatischen Flucht mit Richard Attenborough, Steve McQueen, Charles Bronson. Los da! Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen!
Sind Sie verrückt? Der über den Drahtstreik wird erschossen. Was für ein Draht? Der hier. Der Warndraht. Was wollen Sie hier im Sperrgebiet? Das habe ich Max schon gesagt. Ich wollte ein Loch in den Zaun schneiden, damit ich hier raus kann. Audrey Rowe, das Mädchen aus dem Jenseits. Audrey Rose, ein Albtraum wird Wirklichkeit. Der richtige Film für alle, denen es schon lange nicht mehr kalt über den Rücken gelaufen ist. Lebt die Seele der verstorbenen Audrey Rose in Ivy weiter? Sie ist wiedergekommen, sagte er. Audrey Rose sei wiedergekommen. Es tut mir leid. Natürlich würde ich nichts von Audrey Rose erwähnen. Veränderungen gehen in Ivy vor. In ihren Träumen durchlebt sie ihren Tod. Oh mein Gott! Erschreck sie nicht, denk dran, was der Arzt gesagt hat. Ivy! Ivy! Schätzchen! Audrey Rose, das Mädchen aus dem Jenseits. Ein Fall für Cleopatra Jones. Hier! Schert euch! Cleopatra Jones, der weibliche James Bond, räumt auf, dass die Fetzen fliegen. Atemberaubende Karatekampfszenen und eine temporeiche Handlung bestimmen diesen hochexplosiven Action-Thriller. Familienbande. Eine turbulente Teenie-Komödie mit Biss und voller Gags. Hat euer Vater nicht mehr begrüßt? Frecher, chaotischer und ausgeflippter als Eis am Stiel. Also, dass ich jeden Versuch von eurer Seite, uns zu terrorisieren und uns bis aufs Blut zu piesacken, mit gleicher Münze zurückzahlen muss. Ich bring keine mehr auf die Palme. Auch deine Kinder nicht. Hast du wieder mit Absicht? Ein tierischer Spaß für alle, die Action und verrückte Komik lieben. Au! Von mir aus sperren sie in ihre Zimmer ein. Was ist in deiner Familie los? Nichts? Ja, ich will noch immer volles Rohr, klappt alles. Wir haben manchmal Krach wegen der Kinder. Familienbande, der helle Wahnsinn. Warner Home Video präsentiert Prince, die Rocksensation. Der Superstar in seinem ersten Spielfilm. Den Rockpalastmachern gelang ein sensationeller Coup. Via Satellit, live aus Syracuse, New York, begeisterte Prince Millionen von Zuschauern. Nach diesem sensationellen Erfolg von Prince in Deutschland veröffentlicht Warner Home Video seinen aktuellen Kinohit Purple Rain. Damn.
temperamentvoll, aggressiv, voller Lust und Emotionen. Purple Rain. Warner Home Video präsentiert auf vielfachen Wunsch wieder im Programm Bullet, der Action-Thriller, der Geschichte machte. Steve McQueen, der in gesprengte Ketten durch seine schauspielerische Leistung brilliert, liefert in Bullet die rasanteste Autoverfolgungsjagd, die Sie je in einem Film gesehen haben. Melodie. Ein explosiver Italo-Western von Sergio Leone. Mit diesem Film knüpft Leone an seine Welterfolge Spiel mir das Lied vom Tod und zwei glorreiche Halunken an. Exzellenter Kinohit für alle Leone-Fans, die jetzt Es war einmal in Amerika gesehen haben. Gib mir Feuer. Scheiße. Die Kettenreaktion. Wer zu viel weiß, muss sterben. Action-Thriller mit einer brisanten Thematik. Es ist passiert, genauso wie Sie es gesagt haben. Ich brauche Hilfe, Ihre Hilfe, bitte. Heinrich, sind Sie es? Ja, ich bin's. Es hat eine Katastrophe gegeben. Das ist der Anfang vom Ende. Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Heinrich? Ich habe vielleicht noch 3 Tage.
Wir müssen uns unbedingt sehen. Wo sind Sie denn jetzt? Heinrich, Sie müssen es mir sagen. Wo sind Sie? Heinrich? Es ist zu spät. Sador, Herrscher im Weltraum. Große Sternenkrieg. Ich bin Sador von den Malmori. Ich bin hier, um euch zu unterwerfen, Bewohner von Akir. Danke, dass du uns helfen willst. Ich mache nur wegen Sador mit. Ich will seinen Kopf. Ich könnte für diesen Jungen sonst was tun. Ich würde ihm seine Energiespeicher aufladen, ihm sein Solenoid elektrisieren und seine Transistoren stimulieren, kitzeln, schütteln. Du verstehst? Sex! Intergalaktische Freaks im Kampf gegen Sador. Aufwendig und aufregend für alle Krieg der Sterne-Fans. Wunderschön. Ich mag es, wenn sie explodieren. Warner Home Video präsentiert 3 herausragende Filme über den Krieg. Die Rote Flut. Coming Home. Und wieder im Programm Gesprengte Ketten. Neu im Mai. Audrey Rose. Ein Fall für Cleopatra Jones. Und Familienbande. Ab 1. Juni lieferbar Prince in Purple Rain. Wieder im Programm Bullet. Todesmelodie. Die Kettenreaktion. Sador, Herrscher im Weltraum. Und gesprengte Ketten.